Falls ihr noch kein Kanalmitglied seid, könnt ihr euch sehr gerne hier den Link im oberen kleinen i reinziehen. Das überlasse ich jedem Einzelnen, aber würde mich freuen über jedes einzelne Kanalmitglied, so dass hier der Kanal immer noch etwas weiter wächst. So, und jetzt kommen wir weiter zum eigentlichen Video zurück. Jojo Leute, was geht ab und willkommen auf meinem Kanal zu einem noch weiteren GTA 5 Online Video hier bei G-Squad. Und zwar das mit dem GIF-K, was ich mal euch gezeigt und hochgeladen habe, hier mit dem Spezialfahrzeugklage aus mit Brandfahren und dass sich der CEO, also der am Fahrzeugsteuer sitzt, sich mit dem Spezialfahrzeug jedes Mal wegsprengt. Das scheint mir sehr gepatcht zu sein, weil das klappt einfach nicht mehr. Das klappt einfach nicht mehr. Dazu gibt es aber noch eine einfachere und noch bessere Variante. Das heißt, ihr müsst das in einer Freundessitzung machen oder in einer öffentlichen Sitzung. Diese Anrufe immer, ich schwör's euch. Wo haben wir? In einer Einladungssitzung wird das nicht klappen. So, ihr seid hier mit eurem Freund zusammen, bin hier jetzt in der Freundessitzung, euer Freund selber, guck mal, kann ich das hier mal gerade umstellen, dass man den anderen auch sieht, genau, so, er selber geht auf, öffnet das Pausemenü, geht auf Online Jobs, Job spielen, damit ihr euch hier wirklich verglitschen könnt, Missionen, und er geht in einen Job für einen Titan. Und er sollte auch auf Online gestellt sein, damit ihr ihm auch joinen könnt, also mit ihm auch beitreten könnt. Ihr selber sucht ihn hier schon mal raus, ihr drückt die PS-Taste, geht auf Freunde und sucht hier ihn raus, hier geht auf seinen Namen. Das Radio hier mal ausstellen brauchen wir nicht. So, Übersicht, aktuelles Spiel, geht ihr da drauf. Jetzt geht ihr einmal auf Beitreten, so dass ihr euch diese schwarze Meldung einmal vorladet. Ihr selber öffnet das Interaktionsmenü. Falls ihr als CEO registriert habt, geht ihr einfach nur eins nach unten. So, ich bin jetzt nicht als CEO registriert. Wie gesagt, ihr einmal die Meldung vorladen und wieder ablehnen. Jetzt öffnet ihr das Interaktionsmenü, stellt euch hier in diesem blauen Punkt an eurem Nachtclub, an eurer Nachtclub-Garage. So, ihr macht jetzt nichts anderes. Ihr drückt Doppel-PS-Taste und spammt die ganze Zeit X durch, solange bis ihr in den Wolken seid. Dass es ungefähr so aussieht. Wenn ihr das etwas verzögert macht, dann spawnt ihr direkt, nachdem ihr hier aus dem Job jetzt wieder rausgeht, direkt an einem Nachtclub. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich bei mir hier jetzt nicht passieren. Also damit hängt das letztendlich zusammen, dass ihr hier dann wieder oben am Nachtclub spawnt anstelle von da, wo der Jobpunkt ist. So, ihr verlasst selber wieder den Job. Mir sieht das so aus, als ob ich fast wieder am Nachtclub oben rauskomme. Ja, genau. Wie gesagt, wenn man das verzögert macht, ein bisschen, dann spawnt ihr wieder hier oben. Aber werdet ihr, sage ich jetzt mal, ganz schnell reingeladen und geht direkt wieder raus, landet ihr unten an dem Jobpunkt, wo der, das hat jetzt nicht geklappt. Dann landet ihr wirklich unter einem Jobpunkt von einem Job für einen Titan. Oder das hier nochmal vorladen. Das hat jetzt nicht geklappt, weil wenn es geklappt hätte und ich stehe am Nachtclub, habe ich keine Minimap mehr. Das würde euch dann auch als erstes zeigen, wie es dann klappt. So, nochmal beitreten, durchspammen. So, das sah schon besser aus. Ihr tretet ihm wirklich bei. Eurem Freund, der in dem Job für einen Titan ist. Und sobald ihr könnt, verlasst ihr hier wieder den Job. Einmal Kreis und einmal X. So, und jetzt steht ihr hier unten an dem Jobpunkt. Ihr könnt euch gar nicht bewegen. So, jetzt drückt ihr nochmal doppelt auf die PlayStation-Taste. Dann seid ihr immer noch hier bei eurem Freund, um ihn in seiner Sitzung beizutreten.
Ihr tretet einmal bei, wartet in der ersten schwarzen Meldung, sagt jetzt eurem Freund Bescheid, okay, du kannst den Job verlassen, er drückt Kreis und einmal X, damit er den Job verlässt. Und ihr müsst, wie gesagt, euch beide wirklich in der einen derselben Sitzung befinden, sonst landet ihr in irgendeiner öffentlichen Sitzung, dann wird das auch nicht funktionieren. So, ihr nehmt die erste Meldung an, dann bekommt ihr die zweite Meldung, die Sitzung existiert nicht mehr, die nehmt ihr auch an, dann spawnt ihr hier runter, ohne Minimap, ohne alles. Und jetzt mache ich das immer so, ich selber registriere mich immer als CEO, bestelle mal den Busatee hin, dann bin ich wieder am schnellsten am Nachtclub, je nachdem, wo sich euer Nachtclub befindet. Ihr könnt das gleiche auch mit der, in der Busat, genau hinter mir, okay. Hatte ich auch noch nie. Könnt entweder an Nachtclub ranfahren. Ich bestelle mir dann immer ein Speedo Custom oder Mule Custom. Oder ihr bestellt euch jetzt einfach ein Fahrzeug aus der Arena. Wenn ihr an der Arena seid, lagert das ein und fordert irgendein anderes Fahrzeug an, wenn ihr das mit der Arena machen wollt. Ein anderes Fahrzeug von derselben Ebene. Nicht dasselbe Fahrzeug, weil dann habt ihr eher die Wahrscheinlichkeit, dass er dann diesen Flackerbildschirm bekommt. So, wir fliegen hier gerade mal rüber zum Nachtclub. Euer Freund braucht jetzt nichts mehr zu machen. Den können wir eigentlich rausnehmen. Also finde ich, ist es am einfachsten, dass hier mit dem Busat da gerade schnell rüberfliegen. Dann stellt ihr auch hier den Busat ab. Ich finde, das ist wirklich noch einfacher, als das mit den Spezialfahrzeugen zu machen. So, ihr entregistriert euch vom CEO. Brauchen wir nicht mehr. Stellt ihr euch einfach nur hier dran. Kamera möglichst in der Vogelperspektive ausrichten. Bestellt euch ein Speedo oder ein Mule Custom. Gucken. Wirklich das Pausenmenü öffnen. Ihr seht, wo der steht, weil wir haben hier gerade keine Minimap. Okay, da unten steht er. Ihr steigt da drin jetzt ein. Ihr könnt das natürlich auch mit irgendeinem Fahrzeug aus, mit einem anderen Fahrzeug aus irgendeiner Ebene von einem Nachtclub machen. Das ist gar kein Ding. Das klappt auch ohne weiteres. Aber am besten klappt es immer mit den Nachtclub-Fahrzeugen. So, ihr sitzt jetzt hier drin. Ihr geht in die Ego-Perspektive. Habt ihr noch eine höhere Chance, fahrt da dran und dann solltet ihr jetzt einen Flackerbildschirm bekommen. Genau, ihr drückt einmal Dreieck, fahrt durch die Map, euer Fahrzeug fährt weg. Na, ihr seht das da, wieder dasselbe. Viele waren erst irritiert, ich sehe mich ja gar nicht, ich bin ja unsichtbar und das Ganze ohne Minimap. Nee, ihr wart zuvor in der Ego-Perspektive, das mal mit am Rande erwähnt. Bevor ihr euch hier komplett erschreckt, jetzt öffnet ihr Interaktionsmenü, geht auf Inventar, ferngesteuerte Fahrzeuge und setzt euch einmal in den RC Bandito. Sobald ihr da drin sitzt, verlasst ihr wieder den RC Bandito und sollte euer Charakter wieder blinken. Genau, so, und damit seid ihr jetzt auch wieder fertig verglitscht für GK mit euren Freunden zu machen oder auch für ein GFK zu machen, um euch die DNO-Fahrzeuge abzuspeichern, die ihr eben online geholt habt und hiermit in diese Sitzung rübergezogen habt. Ich glaube mal die Bullen wegmachen. Und vom Prinzip her ist es wieder dasselbe. Stellt euch wieder MOC. Bestellt euch irgendeinen kostenlosen. Fahrt hinten dran mit einem Freund, der auf dem Beifahrer sitzt. Ich werde das hier mal kurz vorbereiten, dass die MOC hier steht. So, euer Freund nach wie vor steigt bei euch in eurem kostenlosen Fahrzeug ein. Das, was ihr dafür opfern möchtet. Ich sag nochmal hier das. So, eröffnet wieder das Pausenmenü. Geht einmal auf die Galerie. Jetzt fahrt ihr hinten an die MOC wieder dran. Ich werde mir hier da die Secret Gold Shotaro hier drauf ziehen. Ihr drückt einmal rechts. Oh, steht da doch noch etwas drin. Das war noch von gestern. Wir verkaufen das gerade und dann geht es direkt weiter.
Das habe ich schon abgespeichert. Das müsste, glaube ich, noch die Laser gewesen sein. So, genau. Die können wir rausschmeißen. Weil die habe ich schon im Hangar abgespeichert gestern. So, einmal rückt einmal rechts, nehmt die Vollmeldung an. Euer Freund wird wieder aus dem Auto rausgekickt. Ihr selber fahrt ein Stück zurück, steigt wieder aus, haltet Steuerung gedrückt, wählt einmal Franklin aus, dass ihr die Franklin-Meldung habt. Jetzt lauft ihr wieder dran an die MOC. Wählt wieder aus, alleine eintreten, haltet Steuerkreuz nach unten gedrückt und wählt im Hintergrund Franklin wieder aus, dass ihr die schwarze Meldung habt, lehnt die ab. Jetzt seid ihr wieder hier draußen, unsichtbar, steigt auf das Fahrzeug ein, auf was ihr von eurem Freund oder aus dem DMO haben wollt. Steigt drauf auf. So, und das ist jetzt mein Fahrzeug. So, und das war's auch schon zum aktuellen funktionierenden Gift Card to Friends Glitch. Hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, gebt dem Video auf jeden Fall ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten hören wir uns spätestens im nächsten Video wieder. Habt noch einen schönen Abend und wir hören uns spätestens, wie schon gesagt, im nächsten Video. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.